Recht herzlich willkommen zur 13. Folge von Europa Universalis 4 mit England. Ja, wir versuchen unser Land gerade wieder zu befreien. Und ja, sieht so aus. Da sind wir unterwegs. Ich glaube, der geht dahin, genau. Und die beiden gehen nach da unten. Das passt schon mal alles. Können wir einfach weiter laufen lassen. Die Kastilien haben Granada den Krieg erklärt. Okay. Und man findet, Georgische wird von England besetzt. Das ist gut. Da ist ein Armeereformer gestorben. Es kommt wieder das Angebot der Franzosen hier rein. Das ist schon sowieso zu teuer. Da oben, die können dann da runterrutschen. Und ja, das läuft alles. Lass mal weiterlaufen auch. Wir sollten vielleicht hier gucken, dass wir diese Truppe jetzt mal hier unten hinstellen. Damit da nicht einer nachher rüberkommt, weil ist da Oldenburg gegen Burgund, okay. Das hat geklappt. Dann gehen die nach da. Was ist das für eine andere? Katharina von Aragon. Okay, er hält 10 Prestige, aber bietet ihr einen Beraterposten an. Beziehung verbessern, plus 20%. Okay. Die dient den spanischen Hof in England. Ja, das ist jetzt eine Frage, ne? Der Berater kostet uns 50% weniger. Tja. Ich glaube, ich nehme das, weil das ist echt günstig, ne? Stufe 2. Kriegen wir den jetzt hier nicht rein? Okay. Achso, hier unten sind sie. Die müssen dann dahin. Dann lass mal gerade gucken. Da ist das nicht. Da ist er, oder? Ja. So, die macht hier 2. Kostet uns monatlich 2,44. Komm, das ist definitiv gesetzt dann, oder? Ja, das macht Sinn. Wir brauchen auch hier diplomatische Macht, ne? Weil wir müssen ja auch unsere Kriegsmüdigkeit immer schön senken, ne? Wie sieht das eigentlich hier mit dem kleinen Land aus? Da haben wir keinen Anspruch drauf. Da sollten wir... Ach, machen wir schon. Okay. Das läuft. Wie können wir denn... Na, die werden auch nicht... Das ist ja, weil wir noch im Krieg sind. Da geht auch nichts, ne? Ja, okay. Müssen wir weiterlaufen lassen. Die Ländereien hier schnell befreien. Da ist eine Truppe frei geworden. Habe ich schon die Schiffe rumgesetzt? Ja, habe ich. Wir sollten gucken, dass wir vielleicht... Nein, das kriegen wir nicht hin. Wie kommen wir denn da hin? Gar nicht. Achso, warte mal. Wenn wir hier rüberziehen, dann geht das mit der Flotte, oder? Okay. Ja, mit der Navy. Einmal die Flotte dafür benutzen, dass wir da nach Kent kommen. Und dann sollten wir auch gucken, dass wir hier drüben vielleicht was schaffen. So, die Flotte wieder auswählen und dann wieder zurückschicken. Der läuft schon. Machen sie? Fahren sie? Nein, fahren nicht. So, das läuft. Kriegen wir die hier rüber jetzt? Nee, ne? Das müsste auch die Navy machen. Nee, das machen wir jetzt gerade nicht. Ach so, wir müssen London ja noch befreien und dafür brauchen wir einige Truppen mehr. Okay, da können wir jetzt alle nehmen, ne? Und dann müssen wir noch gucken, ein bisschen näher mal rangehen hier. Das war vielleicht eine Stufe zu nah. So, die vereinen und wir haben noch einen drin, ja, okay. Da fehlt noch sogar einer, das heißt, wir müssen noch jemanden ausheben. Ich glaube, 9 braucht man dafür, um London zu befreien. Ich mache da gleich noch einen, einfach aus dem Grund, damit wir vielleicht rüberkommen. Ne? Wer ist das da oben? Oh, und Darlehen von Britannia. Akzeptieren wir. 30 Taler. Okay. Wie sieht denn das mit den Finanzen überhaupt so aus? Da kommt wieder ein Franzosenangebot. 1,25 minus. Was haben wir denn hier so? Kriegssteuern erheben. Macht Sinn, ne? Haben wir wenigstens Plus.
Und die wollen wie viel Taler? 272, okay. Schön weiterlaufen lassen. Und wir müssen gucken, da ist einer, 26 stehen da. Okay, die besetzen gerade Burgund. Das ist nicht gut. Da ist ein wichtiger Mann gestorben. Da rein und auch da rein. Und vereinen. So, jetzt ist die Frage, was schaffen wir hier, ne? Gegen 30 haben wir keine Chance, da brauchen wir nicht reden. Da kommt wieder das Angebot der Franzosen. Mal kurz gucken, 272. Ja, weiterlaufen lassen. Spinnenweb und Trauer. Achso, ja. 40 Dukaten verlieren 2 Kriegsmüdigkeit. Erhalten 1000 Rekruten. Ja, das ist jetzt schwierig, ne? Geld verlieren ist nicht so schlimm. Kriegsmüdigkeit müssen wir uns immer teuer erkaufen, oder? Das war hier, ne? Ja. Jetzt eine schwere Entscheidung. Aber wir haben ja eine gute Beraterin, ne? Deswegen können wir das hier runtersetzen. Und ich werde diese 2% nicht nehmen, sondern ich werde die 1000 Rekruten nehmen. Das bringt mir momentan mehr. Und da machen wir auch noch einen. Was haben wir denn hier drin eigentlich? Ich glaube, wir nehmen noch ein Pferdchen dabei. Besser ist das. Gut. Ja, wie sind die denn im Krieg, die Franzosen? Noch mit Burgund? Ja, Nevis, Brabant, Flandern und Holland. Aber irgendwie sah das eben nicht so aus, als ob die was machen können. Okay. Schlechte Karten für unser Finanzkonto. Da gibt es einen weißen Frieden mit Lüttich. Den sollten wir definitiv akzeptieren, damit die raus sind. So, jetzt sind nur noch die Franzosen alleine gegen uns. Wer ist das? Kirchenstaat. Okay. Was laufen die da rum? Und hier ist Burgund. Burgund ist gerade stark, oder wie sehe ich das? Ja, wenn das frei ist, müssen wir schnellstens übersetzen und müssten eigentlich gucken, wo Burgund ist und denen dann tatkräftig zur Hand gehen, ne? 272, ja. Da sind wieder die 26 Truppen. Die laufen hier oben momentan rum, ne? Das gestaltet sich schwierig. Ich weiß auch nicht, ob sie da unten noch welche haben, ne? Sie sind hier drinne und da drinne. Unser Kriegsstand ist gerade nicht der beste. Ich würde fast sagen, wir versuchen hier unten anzulanden, ne? Okay, Kernprovinz da in Irland. Können wir hier schon Anspruch fingieren? Ja, dann sollten wir das auch tun. Okay. Okay. Gut. Das ist das. Ah, da ist die nächste Kernprovinz fertig und wir haben hier noch so ein paar Truppen, die sollten wir vielleicht zusammenziehen. So, 13 Einheiten, ne, 12. Gut. Ja. Was steht hier unten? Der Kriegsenthusiasmus ist gering. Die wollen nicht mehr, ne? Das lehnen wir ab. Wir gucken gerade selber einmal rein. Oder wieder was senken können. Ist so, das ist gut so. Was war das? Ach so, das ist das. Weiterlaufen lassen. Wir müssen unbedingt London freikriegen. Wer kommt da? Sligo, nächste Kernprovinz. Das ist Flandern, Holland. Okay. Verband, Diplomaten. Okay. Was machen die alle hier? Die laufen hin und wieder zurück. Ah, da haben wir das Angebot wieder. Ja, es ist jetzt für uns besser, Truppen aufzubauen. Lüttich ist, glaube ich, verbündet mit den Franzosen, ne? Da wieder 24 Einheiten.
Die Franzosen haben hier gerade so ein bisschen wohl die Oberhand bewohnt, ne? Ah ja, schön runterscrollen, 272 und ablehnen. Weiß nicht, was wir da machen sollen, ne? Da ist schon wieder eins besetzt. Hier gibt es eine Schlacht. Händler ist gestorben, okay. Okay, die Franzosen sind hier geschlagen worden mit ihren Truppen. Lüttich ist da. Lehnen wir ab. Wir haben London befreit. So, jetzt müssten wir ganz klar überlegen, fahren wir mit unserem Schiff zum Beispiel hier unten und versuchen das zu befreien. Wir wissen nicht, wie viele Truppen hier stehen. Hier haben wir auch gar keine Möglichkeiten irgendwie. Bündnis anbieten wäre gar nicht möglich, weil ganz schlecht. Militärzugang können wir kriegen. Ja, würde es uns was bringen? Ich weiß es nicht. Da sind 13 Schiffe der Franzosen. Könnten hier rüber gehen und dieses Land befreien. Das würde sofort funktionieren, also relativ zügig funktionieren, weil wir Zutritt hätten. Lüttich ist nicht unser Feind mehr. Tendenziell neige ich dazu, da unten erstmal hinzufahren, weil vielleicht die Franzosen momentan hier am Kämpfen sind, ne? Ja, probieren wir. Chefspion ist gestorben, okay. Fahren wir da mal runter, oder? Gucken wir uns das da unten mal gerade an. Hier sehen wir jetzt Truppen 21, da ist eine. Die 21 laufen hoch. Aber wir kriegen ja permanent jetzt die Mannstärke, ne? Jetzt gerade mal Kriegsmüdigkeit abbauen. Und ich ziehe jetzt diesmal das andere, oder? Ja, komm. Was haben wir hier? Ein Darlehensangebot von Aragon. Was bieten sie uns? 50. Akzeptieren wir. So, unsere Schiffe stehen schon da unten. Truppen der Franzosen sind gerade hochgelaufen. Verlieren wir Stabilität, geschädigter Ruf. Diplomatische Macht war hier, ne? Wenn wir die jetzt verlieren, sind das nur 44, die wir verlieren. Nein, es ist für tatsächlich ins Minus gewandert. So, wir gucken da mal einfach rein gerade. In der Hoffnung, dass das was bringt. Ich sehe noch keine Truppe der Franzosen. Angebot der Franzosen wieder. Ja, die Dukaten werden schon weniger. Das Geld von 20 ist zurückzahlen, ja. Da oben kommen die 21 Einheiten. Und jetzt ist es Zeit zu gehen. Ja, wir haben es geschafft. Gut, zum Glück. Ja, hat nichts gebracht da. Das heißt, wir können mal da hochsegeln. Ich würde hier dies besetzen. Ja, da kommen nicht dagegen. Das ist das Problem, ne? Wir können jetzt hier nur stehen bleiben und abwarten, was hier passiert. Ein bisschen beobachten. Eine Chance haben wir da in keinster Weise. Irgendwo sind Rebellen unterwegs. Unterdrücken. Ja. Wie viel sind mit den anderen so? 60 ist immer noch. Komm, die Ulster machen wir auch noch gerade einen runter. Das Freiheitsbestreben haben wir jetzt erstmal runtergesetzt etwas. Ja, wenn man hier was sehen würde, was da so läuft, ne? Okay, das ist schön.
kann man das machen? Das ist eine gute Frage, ne? Dann kommen die Franzosen aber gleich wieder. 85 geht jetzt hoch. Können wir da mehr sehen? Aragon. 50 kriegen wir eine Spende. Gut, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier nicht wieder den Franzosen sehen. Die kommen da alle aus nichts, ne? Gibt es jetzt einen Kampf hier zwischen Flandern und Lüttich? Schön aufpassen, dass wir da keinen Franzosen übersehen. Das französische Angebot angucken. Das ist es nicht. Da unten ist eine Armee. Noch eine. Die wären jetzt nicht das Problem. Die Franzosen bauen Spionagenetzwerk auf, okay. Wie sieht es denn hier der Stand der Dinge aus? Nicht so sehr. Ich glaube, das kriegen wir auch nicht frei. Ein Geschenk. Jetzt kriegen wir schon Geld geschenkt von Savoyen. Wahrscheinlich, weil wir mit den Franzosen unterwegs sind. Ich weiß nur nicht, wo die sind. Ulster wollen sie haben, okay. Dann lässt der Krieg nicht lange auf sich warten, ne? Ja. Kriegssteuer verlängern. Müssen wir gerade reingucken, wie es mit dem Geld aussieht. Vierer. Ich würde sie nicht verlängern wollen. So. Sind da schon irgendwelche Tätigkeiten? Nicht wirklich, ne? Ich weiß nicht, wo die Franzosen sind. Eigentlich sind sie schnell da, wenn was ist, ne? Zupp, da sind sie. Und los geht's. Kommen wir da noch schnell genug runter? Nein. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Verloren und Truppen sind alle weg. Gut. Das heißt, wir werden hier jetzt hin, damit die nicht auf Ulster übergehen können. Das wäre nämlich noch so ein Problem. Und dann müssen wir schauen, dass wir ein paar Truppen aufbauen. 85 ist klar. Die Franzosen sind natürlich kriegsmüde. Was haben wir hier? Eine Debatte. Okay, das können wir fördern, indem wir so viel Geld da reinziehen, oder was? Naja, aber das ist ja schon... ...212,61 hätten wir sogar, okay. Die Förderung von Renaissance kostet 212 Taler und ändert unsere Technologiekosten um 39. Ja, Schiffswerft ist schon teuer, ne? Werkstatt können wir bald bauen. Wie viel machen wir Geld momentan? 4? Ne, sogar 5. Sollten wir darüber nachdenken, oder? Komm, mach. Ja.
Gut, lass das mal so weiterlaufen. Ach so, das müssten wir jetzt nochmal gerade. Machen wir aus. Wir müssen Truppen ausheben, ne? Das war das erstmal. Ah, jetzt haben wir kein Geld dafür mehr, ne? Auch schön, hat gut geklappt. Machen wir die einzigste Einheit erstmal da. Schiffe stehen parat. Wo kann ich das abschalten? Nee, muss ich hier klicken, ne? So, alles gut. Okay, was steht da? Schatzmeister ist gestorben, okay. Da kann man, glaube ich, schon eine neue Truppe machen. Die Franzosen wollen immer noch. Ist halt so. Ja, momentan würde ich sagen, sieht das nicht gut aus. Ja, gut. Stand der Dinge ist, wir müssen da die Irische See blockieren, damit die Schotten nicht rübergehen nach Ulster. Wenn die den Krieg erklären und diese Leicester-Truppen da das freimachen, dann können sie trotzdem rüber. Da müssen wir also aufpassen. Das würde bedeuten, wir müssen unsere Einheiten pushen, dass wir rüberkommen mit mehr Einheiten wie die, damit das auf jeden Fall gesichert ist. Falls das so ist, können wir wieder das Katz-und-Maus-Spiel betreiben, aber das würde nur funktionieren, indem wir hier gerade Spionagenetzwerk und Anspruch machen, ne? Ja. Das ist wichtig und da müssen wir eine Provinz da oben auch gucken, dass wir da einen Anspruch drauf hingehen. Gut, das ist der Stand der Dinge erstmal. Was ist das? Ja, die Technologie, da machen wir auch gerade in die Werkstatt. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Okay. Ja, dann haben wir es erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.